herzlich willkommen heute von der Kernstadt, Biosphärenhotel Gasthof Hermann. Möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. Hier sind wir jetzt im Kräutergarten, wo auch eine unserer Spezialität ist, dass wir mit vielen Kräutern in unserer Küche arbeiten. Und eine weitere Spezialität ist auch das Lamm, das Stutzlamm. Aber das sehen Sie ja nachher in der Küche. Ja, wir sind schon in der vierten Generation seit über 125 Jahren hier im Hotel Gasthof Hermann klein angefangen. Jede Generation baut ein bisschen was dazu. Momentan bauen wir auch wieder was für unsere Gäste, für Sie natürlich, unser Hallenbad und Spa-Bereich tun wir vergrößern. Da können natürlich auch Gäste hier von der Region kommen, wenn das fertig ist, zum Day-Spa und danach lecker essen. Und da kann man alles genießen, ja, mit allen Sinnen. Ja, und hier ist auch unsere schöne Terrasse im Innenhof und wo jetzt auch wieder bald die Sonne scheint. Und dann kann man es genießen. Ja, dann übergebe ich in die Küche an unseren Küchenchef Alexander Schulz. Und er wird das tolle Menü für Sie kochen. Und das Rezept haben Sie ja. Also dann wünsche ich viel Spaß. Wenn Sie mal keine Lust haben zum Kochen, dann kommen Sie zu uns und genießen alles. Viel Spaß. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen im Biosphärenhotel Gasthof Hermann in Münsingen. Ich bin Alexander Schulz, bin seit über 10 Jahren Küchenchef hier. Habe damals 99, das sind jetzt über 20 Jahre, hier gelernt. Und ich möchte Ihnen ein paar Klassiker von uns zeigen, die einfach sehr beliebt sind, auch nach Jahren. Und da haben wir heute die Vorspeise mit unserem Wildkräutersalat an Apfelmuskelmitrett. Mit gebackenem Alzarella und ein paar Gemüsechips. Und hier habe ich schon was vorbereitet und ein paar Nüsse angeröstet. Die tue ich jetzt klein mixen. Ich habe sie etwas angeröstet, dass die ein bisschen Geschmack und Farbe geben. Und hier habe ich schon meine anderen Zutaten abgewogen. Hier ist jetzt Öl und Essig mit drin. Eine Gemüsebrühe habe ich auch vorgekocht. Und zwar Röstgemüse angeschwitzt mit paar dunklen Zwiebeln, dass ich eine schöne Farbe habe und natürlich auch Geschmack. Da fehlen mir jetzt noch 220 Gramm. Das Ganze wird jetzt noch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Ein Apfel, den kann man auch ruhig mit der Schale reinreiben. Jetzt tue ich es kurz aufmixen, dass sich die ganze Masse gut vermischt, emulgiert. Und es dürfen ruhig ein paar kleine Stückle von der Nuss oder vom Apfel sein, dass man auch sieht und schmeckt, was da drin ist. Das wäre jetzt das Dressing.
Und zum Alzarella, das ist der Bio-Alzarella vom Rauscher. Ich habe jetzt, die gibt es auch im Rewe in Zweierpack, eine Kugel in 10 Teile schneiden. Wieder ein wenig vorwürzen mit Salz und Pfeffer. Und die werden jetzt vorpaniert, wie so kleine Schnitzel. Und zwar Mehl, Ei und Semmelbrösel. Und das Ganze zweimal panieren, dass der Käse beim Braten nicht ausläuft. Und das zweite Mal nur mit Ei und Semmelbrösel. Man kann es auch ein wenig anfrieren lassen, dass die Panade besser hält. Aber es funktioniert auch so. Dann wird es in der weiß nicht, in der Pfanne oder wer einen Grill zu Hause hat, auf dem Grill angebraten. Von jeder Seite 2-3 Minuten, bis die schön goldbraun sind. Von jeder Seite 2-3 Minuten kurz anbraten, dass wir eine schön goldbraune Farbe haben. Auch wie Schnitzel mit ein bisschen mehr Fett, dass auch drumherum angebraten wird, nicht nur die Liegefläche. Also zur Garnitur verwenden wir Gemüsechips und es eignet sich sehr gut eine Süßkartoffel oder eine rote Beete. Genauso gut geht es auch mit einer Sellerie oder Karotte, je nachdem was man machen möchte. Die werden jetzt so lang frittiert, bis da kein Rauschen mehr kommt. Dann sind die schön knusprig. Und auf den Crepe zum Auskühlen lassen und noch ein wenig nachziehen lassen. Und das Ganze geht auch mit Rote Beete und bei der Rote Beete sieht man die schöne Struktur. Die sieht man nach dem Frittieren noch besser. Die lassen wir auch nebenher, selbstständig garen. Hier habe ich jetzt einen Wildkräutersalat von der Gärtnerei Schänzle aus Obermarchtal. Das sind jetzt einfach gemischte Wildkräuter der Saison, was man da hat. Eine Rauke, eine Brunnenkresse, alles gemischt, einfach was da ist, weil es gibt nicht immer alles zu jeder Jahreszeit und im Sommer passt auch sehr gut ein, zwei Minzeblätter mit rein, dass es ein bisschen einen Kick gibt. Einfach in eine Schüssel das Dressing einmal durchmischen und Salat marinieren. Und wir dürfen jetzt auch ruhig auch ein bisschen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Nuss, kann auch ruhig mit drauf, das schmeckt super. Dann habe ich einen Halbkäse, auch von der Käserei Rauscher aus Hohenstein, auch wo der Büffel Alzarella herkommt, tue ich jetzt einfach schön reiben. Und garniert mit ein paar Radieschenstreifen, dass auch ein bisschen eine Farbe kommt. Ein paar Kapuzinerblüten habe ich, auch von der Gärtnerei Schänzle. Die Alzarella. Die backende Alzarella. Und dann ein, zwei von den Chips. Und
So sehen die Chips aus. Man sieht, die sind jetzt noch nicht ganz, die könnten noch ein Stück, aber wenn ich sie jetzt noch ein bisschen länger drin lasse, dann werden die schon zu dunkel. Und man sieht, die Süßkartoffelchips, die sind richtig schön, eignen sich auch von der Farbe her und einfach da auch von der Kultur. So, fertig wäre die Vorspeise. Wunderschön, ich wünsche einen guten Appetit. So, es geht weiter mit dem Hauptgang. Und zwar gibt es eine Roulade vom Alplamm mit Spargel, gebackene Kartoffeln und eine aufgeschlagene Sauce Hollandaise. Und zwar starte ich mit dem Fleisch. Das ist jetzt eine Oberschale. Das ist jetzt eine Oberschale. Und die habe ich jetzt circa eine Woche im Haus. Das ist einfach, dass das Fleisch ein bisschen reift, dass das nicht zu zäh wird. Und das auch nachher schön zart ist. Und man rechnet pro Person 100 bis 120 Gramm in so einem Dreigangmenü, das nicht zu groß wird. Und hier pariere ich jetzt ein paar Sehnen ab. Jetzt habe ich hier eine Oberschale, jetzt schneide ich Gegenfasern, dass mir das Fleisch nicht zerfällt. Quasi so Schnitzel runter. Man könnte auch einen Schmetterlingsschnitt machen, das ein bisschen größer ist. Ich schneide jetzt mal, dass man auch nachher leichter zum Klopfen hat. Ich zeige das mal gleich. Dass man so runterschneidet, aber nicht komplett durch. Da hat man so einen quasi einen Schmetterling. Jetzt wird das Fleisch grattiert. Laut. Schön, jetzt habe ich so einen schönen Schnitzel quasi, und der Schmetterlingsschnitt beim Braten rollt er sich so ein bisschen zusammen, deswegen tue ich es umdrehen, dass wenn sich es zusammenrollt, drin zusammenrollt, nicht außen. Ganze Würzen, wir haben so eine Gewürzmischung, die wir selber herstellen. 70% Salz, 10% Pfeffer und 20% Paprika. Paprika für Farbe und Geschmack. Beim Braten gibt es uns eine schöne Farbe, Röstaromen. Jetzt würze ich erstmal innen, aber nicht zu viel, weil ich habe hier ein Wacholderschinken vom Bio Alblinsenschwein. Das tue ich auch mit rein, das ist, dass wir einen schönen Geschmack haben und dass es auch schön aussieht, wenn man es aufschneidet. Und es gibt viele Varianten, man könnte jetzt auch mit dem Senf bestreichen, wer das mag, oder auch was anderes rein, nicht jetzt ein Spargel, so wie es hier ist. Also es gibt da viele Varianten, eine Roulade zu machen. Das ist jetzt eine kurzgebratene und ich gebe noch ein wenig Farbgabe mit rein. Man kann es vielleicht ganz klassisch mit Salbei und Parmaschinken. Das ist jetzt eine kleine Abwandlung hier von der Alp. Dann habe ich hier einen Spargel und zwar 8 Minuten vorgekocht, dass er nicht zu weich wird, weil der kommt jetzt nochmal in die Pfanne und dann in den Ofen, dass der einfach nicht zu gar ist nachher. Also nur 8 Minuten ist fest vorgekocht. Eine schöne Roulade, richtig schön eng binden. So ist natürlich ganz sicher, aber man könnte jetzt auch mit einem Zahnstocher zum Beispiel zusammenstecken, aber so ist einfach, da passiert einfach
einfach nichts. Also das ist sicherer, wenn man das so nimmt. Und zwar einfach um die Hand herum. Beim größeren Braten, da hat man mehr Maschen. Und hier reichen uns, denke ich, drei Maschen, dass das Ganze zusammenhält und nicht auseinanderfällt. Ich komme jetzt einfach auf der Seite zurück. Runter. So. So, das ist meine Gerade. Auch von außen ein wenig würzen. Auch in Gewürzsalz. Dann kommt sie in eine heiße Pfanne. Wird von allen Seiten kurz angebraten. Und dann 7 bis 8 Minuten in den Ofen. Aber damit warte ich jetzt noch geschwind. Bereite ich jetzt noch die Hollandaise vor, damit man das alles dann an einem Stück anrichten kann. Und zwar, ich habe hier eine Butter geklärt. Das sind jetzt 250 Gramm. Eine Butter geklärt. Und die sollte gut warm sein, aber nicht zu heiß. Passiere ich jetzt durch ein Sieb, das einfach die ganzen groben Stücke, wo vielleicht angebrannt sein können, oder dass die rauskommen. So, für eine Hollandaise brauche ich 3 Eier. Also so ein Rezept, das ist ausreichend für 5 Personen. Brauche ich 3 Eier. Und zwar nur das Eigelb. Da habe ich hier eine Reduktion vorbereitet. Eine Reduktion heißt, ich habe Wasser, Weißwein und etwas Essig mit Lorbeeren und Pfefferkörner eingekocht. Und zwar Reduktion ist die Flüssigkeit, die wird auf die Hälfte eingekocht. Dann habe ich hier so einen schönen Fond. Das schmeckt nach was. Schmeckt einfach nach was. Man könnte auch im Wasser oder im Weißwein nur nehmen, aber das schmeckt dann intensiv, wenn man jetzt einen Weißwein nimmt, nur nach Weißwein oder Wasser, dann schmeckt es neutral. Deswegen schon lieber so eine Reduktion machen. Bisschen gewürzt mit Salz, etwas Cayenne-Pfeffer kommt noch mit rein und dann wird es langsam bei mittlerer Hitze aufgeschlagen. Das Wasser kocht. Und jetzt bei mittlerer Hitze aufschlagen. Und wichtig ist, wenn ich nicht mehr rühre und schlage, dann soll ich es von Hitze wegnehmen. Nicht, dass ich nachher ein Rührei habe. Und schön langsam gleichmäßig aufschlagen. Ich habe jetzt eine schöne schaumige Masse. Und jetzt gebe ich langsam die Butter dazu, die geklärte Butter. Also man sieht, ich habe hier eine schöne schaumige Masse. Jetzt gebe ich langsam meine geklärte Butter mit rein und am Anfang schön langsam. Wenn die zu heiß ist, dann haut mir die Hollandaise ab und zu kalt emulgiert sie nicht. Man sieht, ich habe jetzt hier eine schöne Soße. Man könnte jetzt noch ein paar Kräuter reinmachen oder Tomatenwürfel, wenn man möchte. Also quasi eine Ableitung von der Hollandaise. Die Roulade von allen Seiten kurz anbraten. Ich fange jetzt mit der Seite unten an. In der Zwischenzeit unsere Beilage, die Kartoffeln. Das sind jetzt Pellkartoffeln vom Marc Wörz aus Oberstetten. Die sind 40 Minuten gekocht worden. Ich habe sie jetzt halbiert. Extra etwas größer gelassen, dass es auch fürs Auge was ist. Man könnte sie auch nochmal halbieren, dass man Viertel Kartoffeln hat. Und die tue ich jetzt ganz kurz vorfrittieren. Und dann kommen sie nochmal in die Pfanne oder bei uns jetzt auf den Grill. Man sieht jetzt richtig schön, wie es Farbe annimmt. Und es darf auch nicht zu lange im Ofen sein, so 7-8 Minuten.
dass das Fleisch noch schön saftig bleibt. Und jetzt geht die ganze Pfanne in den Ofen. Scheiben vom Halbriesenschwein, Wacholderschinken vorgeschnitten. Die werden jetzt auch kurz mitgeschoben, das ist für die Garnitur, für die Chips. Wenn die Kartoffeln goldbraun sind, dann reicht das schon. Rosmarin passt sehr gut oder ein Thymian. Dann kann man auch ruhig das komplett lassen. Am Stück. Wer es nicht mag, kann es auch ein bisschen klein hacken. Ich habe hier einen Knoblauch, der ist jetzt ein bisschen klein gemixt mit etwas Öl, dass man es gut portionieren kann. Gebe ich noch dazu und man riecht es schon, diese schönen Aromen. Zu Deko, die Schafgarbe. Man sieht, wie schön die Kartoffeln werden. So, das ist jetzt die Roulade. Löse den Faden, ganz wichtig, dass da alles wegkommt, was man wieder gebunden hat, nicht dass der Faden noch auf dem Teller landet. Ja, so eine Pfanne hat immer zu empfehlen, dass man da was drauflegt, dass man dran denkt. Das ist ja ganz warm. Man sieht jetzt das Fleisch ist schön rosa. Das zieht jetzt noch ein bisschen nach, bis es anrichtet. Super dazu passen würde, wer eine Soße zur Hand hat, ein Flexer Lammsoße oder ein Pesto oder ein Pesto zum Garnieren. Und sonst wäre es so mit einem Hollandes. Das wäre schön. Das Dessert ist auch ein Klassiker von uns, der schon über 20 Jahre im Haus hergestellt wird. Und zwar aus Bremelauer Joghurt, Bremelauer Joghurtmus mit frischen Erdbeeren und Erdbeer-Rhabarber-Grütze. Dafür habe ich jetzt hier einen Joghurt abgewogen, einen Honig mit rein. Das wird verrührt. Dann habe ich hier 5 Blatt Gelatine, die werden im kalten Wasser eingeweicht und die Blätter einzeln rein, dass die sich gut auflösen, nicht auflösen, einweichen. Und die lassen wir jetzt hier 2-3 Minuten stehen und wenn es jetzt in Richtung Sommer geht, nehme ich Zitrone, dass es schön frisch und fruchtig schmeckt. In Richtung Winter, Herbst, dann kann man auch eine Orange nehmen. Zitronenabrieb. Und nicht zu stark, sonst wird es bitter. Also nur das obere von der Zitrone. Und
den Saft. Hier wärmer das ein wenig, so 30, 40 Grad, dass ich meine Gelatine auflösen kann. Und man sieht, die ist jetzt schön eingeweicht. Und wenn es erwärmt wird, dann wird sie aufgelöst. Ist halt wichtig, dass man die gut auflöst, dass man keine Klümpchen mit drin hat. Und man sieht, die hat sich schön aufgelöst. Gebe ich sie dazu. Zum Joghurt, Joghurt-Honig. Und hier habe ich 300 Gramm geschlagene Sahne. Die hebe ich mit runter. Und bei Mousse und so Massen zuerst mal die Hälfte, dass ich erst mal auf die Temperatur komme. Wenn es zu warm wäre, dass mir die Sahne nicht abhaut. Das bisschen runterkühlt. Jetzt den Rest wollen's mit rein. Vorsichtig unterheben. Ein paar Schiffchen vorbereitet, da wird es jetzt abgefüllt. Das ist jetzt, das Rezept ist jetzt für 20 Portionen. Wenn man jetzt die Hälfte können wir machen, aber jetzt vierteln, das wird dann schwer. Das wird jetzt sauber abgefüllt. Und dass es schön glatt bleibt, kann man es bisschen anschlagen. Jetzt kommt es für mindestens eine halbe Stunde in Kühlung, dass die Gelatine zieht und das Mousse fest wird. Die Hippen, da habe ich jetzt hier Öl, Wasser, Mehl und ein bisschen Zucker vermischt. Wird jetzt nochmal schön aufgemixt, dass das Wasser mit dem Öl emulgiert. Hier habe ich das ist jetzt eine Crepe-Pfanne, man könnte es auch genauso gut in einer anderen Anti-Happ-Pfanne machen. Oder auf dem Grill. Jetzt mache ich es heute hier in der Pfanne. In der Zwischenzeit setze ich die Grütze an. Und zwar habe ich hier 50 Gramm Zucker mit einem Schluck Wasser. Mit einem Schluck Wasser. Warum Wasser? Dass ich ein schön gleichmäßiges Karamell habe. Nicht, dass mir am Rand was anbrennt und hier tut sich noch nichts, deswegen einen Schluck Wasser rein, dass es gleichmäßig karamellisiert. Hier habe ich einen Rhabarber geschält, geschnitten und mit etwas Zucker eingelegt und den werde ich nachher hier mit dazu geben zum Einkochen. Eine Vanilleschote, ja, ein bisschen Geschmack noch dazu, das Ganze verfeinern. Also man sieht jetzt richtig schön gleichmäßige Karamell. Das lösche ich jetzt mit Weißwein ab. Mit Weißwein und den Rhabarberfond. Lass den Zucker jetzt auflösen und man sieht, es brutzelt von selbst. Rhabarberfond auflösen, die Vanille mit rein. Hier habe ich jetzt einen Vanillepudding zum Binden. Also man sieht jetzt hier, Zucker hat sich jetzt aufgelöst.
ein wenig abbinden. Und wichtig beim Binden, dass es kocht. Weil wenn es nicht kocht, dann bindet es nicht. Also dass wir eine richtig schöne, dickflüssige Masse haben. Wichtig auch langsam dazugeben, nicht dass nahe so ein Kloß entsteht. Und jetzt gebe ich den Rhabarber hinzu. Und wenn es jetzt so ein junger Rhabarber ist wie der hier, den lasse ich nur kurz ziehen, dass er nicht zu weich wird, dass er noch einen Biss hat. Und ich habe jetzt die Vanilleschote auch mit rein, dass sie auskocht, dass sie nicht verloren geht. Oder wir legen die Schote in Zucker ein, für Vanillezucker. Und man sieht jetzt eine schöne dickflüssige Konsistenz. Das lasse ich jetzt ein bisschen so ziehen. Suche mir ein, zwei schöne Erdbeeren zum Dekorieren aus. Die lasse ich auch komplett am Stück mit dem Grün. Und dann noch ein paar Erdbeeren zum Garnieren. Ich habe hier eine Kuvertüre, die ist jetzt geschmolzen, so 40-50 Grad, dass die schön flüssig ist. Dass ich schön. Und jetzt kann ich hier einen Teller ausgarnieren. Wenn ich lustig bin, finde die Figur immer ganz schön, dass man so Kreise malt. Ich habe hier ein paar geröstete Mandeln in die Mitte fürs Joghurtmus, dass es nicht wegrutscht. Ein bisschen gehackte Pistazien, dass man ein bisschen Farbe auf den Teller kriegt. Die sind sehr heiß, nicht nachmachen und mit den Finger anfassen. Rechts, links, ein paar Erdbeeren zur Dekoration, ein paar lasse ich noch fürs Mousse oben drauf, ist noch nicht ganz fest, aber ganz kurz. Minze zum Garnieren. Ein wenig Butterzucker. Ein bisschen Butterzucker und vielleicht die Erdbeeren auch ein bisschen. Ich wünsche einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Bei uns schreibt man Natur ganz groß. Die Landschaft, die ist so famos. Und Menzinger, das ist der Mittelpunkt.